Hallo und herzlich willkommen wieder mal auf meinem Kanal. Heute geht das Video über die Minischweine, was sich so bei denen verändert hat. Ich wollte die ganze Zeit den Gehege bauen, eigentlich drüben auf dem vierten Stück. Das hat sich alles zerschlagen, weil ich von den Besitzern das nicht genehmigt gekriegt habe, weil die da irgendwie Angst haben, dass sie da alles umwühlen. Und ja, dann habe ich mich entschieden, hier oben das Minischweingehege hinzumachen. Einmal, weil ich hier einen relativ großen Stall habe, für die der ausreichend ist, und hier halt Schutz durch die Tannenbäume habe, wie man da sieht, und das Gehege trotzdem, naja, ist groß genug. Ich habe mich jetzt hier auch wieder für Schwartenbretter entschieden. Die werde ich hier nochmal verstärken, weil die echt ganz schön Kraft haben, was man nicht denkt. Ja, das ist aber eigentlich am stabilsten mit wie heißt das? Knotengitter. Würde man nicht hinkommen bei denen, weil die das einfach zerstören werden. Die werden da irgendwie rauskommen, da habe ich keine Lust drauf. Und hier an der Seite ist es schön durch eine Mauer nochmal begrenzt. Ist eigentlich top. Ja, die verlieren jetzt die Borsten, wie ich auch in dem letzten Video gesagt habe, aber die kommen ja wieder. Dann gehen wir mal rein, ne? Ja, also hier vorne habe ich es auch nochmal zugemacht, das Ganze. Und hier ist jetzt also der Stall, der ist direkt gegenüber von dem Wohnwagen, den ich jetzt auch ausgehöhlt habe für Gerätschaften. Den muss ich auch noch ein bisschen aufräumen, Struktur reinbringen. Weil ich nicht genau weiß, ob die da durch den Zaun durchgehen. Oder da hinten ist auch ein Loch. Aber das scheint jetzt alles sicher zu sein, weil bis jetzt waren die nicht draußen. Und hier sind die Futternäpfe von denen, für jeden einen. Da habe ich halt echt das Problem, dass sie sich teilweise ein bisschen streiten, aber so kann ich das so verhindern. Ich versuche die halt immer so ein bisschen separat zu füttern. Hier ist das Loch, wo die dann immer durchwandern in den Stall und raus. Da vorne habe ich noch eine kleine Hütte hingestellt, wo der sich dann mal verstecken kann. Richtig Sonnenschutz im Sommer, sieht man schon aus. Und die können sich halt daran auch schön kratzen und so. Also ich würde sagen, top. Also hier das Gelände ist eigentlich von der Größe her und von allem eigentlich schon ideal, würde ich jetzt sagen. Ich werde hier nur dann irgendwann mal im Sommer welche so eine kleine Muschel hin tun, so eine blaue, normal für Spielsand, wo die sich dann auch mal baden können. Ja, da werde ich schon ein bisschen Wasser reinmachen. Jetzt zeige ich schon mal den Stall von denen. Ja, jetzt sind wir hier am Stall. Ich habe hier unten einmal einen Riegel gemacht. Vorher hatte ich hier den hier gemacht. Den haben die aber aufgebrochen. Die haben so lange dagegen gedrückt, bis der Riegel aufgesprungen ist. Oder dieser Teil zum Einhaken. Jetzt habe ich einen festen Riegel gemacht und ich habe nochmal eine Sicherheitsmaßnahme gemacht. Sodass die hier nicht abhauen können. Hier habe ich schon mal ein Brett hingemacht. Weil sonst drücken die unten und dann brechen die mir die ganze Tür aus, weil die Tür dann doch nicht so stabil ist. Und immer auf Chantal. Ja, auf jeden Fall ist gut. Auf jeden Fall hat die sich hier hinten eine kleine Kuhle gemacht. Okay, gut, die fange ich gleich wieder an. Auf jeden Fall hat die sich da eine kleine Ecke gemacht, wo die sich immer hinlegt. Und der bleibt scheinbar nicht hier drin. Der schläft scheinbar irgendwo draußen. Oder der geht irgendwo anders rein. Aber normalerweise macht er sich auch mal. In der Ecke drüben in einem anderen Stall hat er sich auch eine Kuhle gemacht. Ich weiß es nicht genau. Gut. Ich würde sagen, das war jetzt das Video über die Schweine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwie noch Fragen dazu habt. Ansonsten abonnieren nicht vergessen. Teilt das Video auch am besten noch. Und dann ciao, bis zum nächsten Mal.